Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde N64 Cartridge Massacre Cut Garbage TV Edition. Ja, das nächste Spiel ist gezogen und wir spielen zusammen Es wäre gut, wenn du die Linse hältst, ja. Extreme G 2. 2. Ich halte es extra daneben, um es spannend zu Ach machen. so. Ich dachte, deine Depth Perception wäre jetzt abgefangen. Ja, gut. Ja, okay. Ja, das hatten wir damals komplett alles freigespielt. Brauchst schon den Controller. Extreme G. Kopf an Kopf. Ja, wir haben halt jetzt sehr viele Strecken zur Auswahl. Und Nina, dann hau doch bitte mal Prediction rein, ob das sind oder ich gewinnt. Wir werden ein oder zweimal fahren und dann passt das schon. Setzt es auf 3 Minuten und dann können die Leute Punkte bieten. Was fahren wir? Aquanor oder Sensara? Sahara klingt wie Sahara. Also. Sensahara. Ja, das ist ja auch noch verschiedene Variationen der Strecke. Start drücken. Oder andere Knopf. Oh, kurz grün. Ja, mein. Jetzt kann ich aber, was ich damals immer gefahren bin. Ich bin der Frogman. Nimm mal Freaker. Kannst du es eingeben, Nina? Oder muss ich dich da irgendwie anders bei Twitch mit reinschreiben. Frag mich aber nicht, was Gas oder sonst irgendwas. Ich habe auch absolut keine Man Ahnung. findet es heraus. Okay, das ist schon mal nicht. Das ist auch nicht. Hätte es Gas geben. Ah. Man kann schießen. Geht hier rechts ist wegwerfen. Das ist aber. Oh mein Gott. Drück mal C hinten. Deswegen, das Spiel hier macht F-Zero halt auch schon ganz gut Konkurrenz. Falsche Richtung. Nein. Lass mich auch abbiegen. Wow. Weißt du, damals auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad haben ein Kumpel von mir und ich das durchgespielt, in dem einer stehen geblieben ist, alle anderen Fahrer im Turniermodus abgeballert hat und den Spieler hat halt fahren lassen. Nee, das ist es auch So nicht. kann man auch Das war schießt Gas sich dann geben. vorhanden. Ah, schießen ist C rechts. What the fuck? Ah, ich kann rot. Schon. So. Den ersten Teil habe ich davon auch noch, den habe ich damals aber auch nie besessen. Ich Ja, da kannst du nicht überholt werden. Mach irgendwas mit Iron Man Händen. Ja. Wie gesagt, da kannst du halt einfach nur nicht überholt werden. Wow! Audacious! Mortar, der Balder. Und sie können auf alles schießen. Gucken, ob ich irgendwas treffe. Warum dreht das sich denn so schnell um? Hui.
Vor allem, wenn du nachher halt wirklich die Ultra-Bikes hast, die sind auch richtig lahm. Wenn du nachher Black Shadow oder wie das Ding heißt, hast, da hast du halt wirklich nur noch so einen 5-Mark-Stück großen Blickwinkel. Konnte ich nicht hoch, da hatte ich einen Speed. Ich glaube, ich brauche den Schuss eh nicht laden. Homing Missile. Wow. Oh. Wollen Sie mich jetzt echt noch die demütigende letzte Runde fahren lassen? Es ist doch schon vorbei. Es sind es ist Leichenpfändung. Selbst ich hab meinen Stolz. Ich glaube, Nina, du darfst, glaube ich, nicht mit wetten, sonst kannst du dir das Ding danach nicht auflösen. Das finde ich aber schön, dass es von Honda gesponsert ist. Ja, vor allem für den Teil. Der erste war eigentlich schon gut unterwegs, sage ich mal. Alles klar, vielen Dank, Nina. Die haben hier für einen Preis ausgelobt. Die drei Supermotorräder, die am Ende du bekommst, die sind von Nintendo-Magazin-Lesern. Verdammt, ich wollte eigentlich nicht nochmal die Strecke. Machen wir Best of Three, fahren wir die jetzt nochmal, weil die kennen wir jetzt. Und danach machen wir die andere. 3, 2, 1, go. Das war jetzt das Warm-up. Macht's gut, ihr Luschen! Cool, ich kann nicht überholt werden. Nice! Bringt mir so viel. Wenn du ein bisschen wartest, komme ich wieder von hinten. Was? Er ist direkt in meine Falle getappt. Oh, hier kann man runterfallen. Ja, und zerstörtes RIP, da wirst du nicht nochmal aufgestellt. Walter. Walter. Langsam habe ich mich wieder an den Stick gewöhnt. Cool, ne? Kann man hier springen? Nein, nur wenn du mit der Rampe fährst. Wenn dann ist diese abgesperrte Strecke was anderes. Ja, da, es gibt Variationen von der Strecke. Da gibt es dann nochmal rechts, links, bla bla bla. Verdammt! Wahrscheinlich Turbo zünden müssen, dann wäre ich oben angekommen. Oh, come on, okay. Na gut, es war gut vorbei, aber. Nee. Geht mir hier ums Prinzip. Ist noch extra vorbei, gell? Oh, richtig geil ist mit den letzten drei Bikes, glaube ich, kannst du die Soundbarrier brechen an Land. Dann hört auch wirklich komplett die Musik auf, hörst du nur noch so ein dulles Rauschen. Und es zieht halt wirklich alles nur noch an dir vorbei. Das ist dann richtig übel, wenn du so einen mega kurvigen Track hast. Das ist so dieser. Ah, fuck. Könnte noch gewinnen! Nein, kann ich nicht, aber egal. Ist ja wirklich mal den
den Controller-Stick-Sockel tauschen. Hab schon 9 da liegen. Aber ich find's auch schön, dass hier der Computer sich auch brettert, wenn er dann automatisch sperrt. Ja, nix. Komm schon wieder auf. Nee, du kommst da hoch, aber da glaube ich, muss halt ordentlich Pfeffer. Ja, wahrscheinlich irgendwie die 500 Marke überschreiten oder sonst was. Also, ich habe auch keine Anzeige mehr von der Prediction. Was? Nee, nicht nochmal. Ich habe jetzt hier auch nichts hier in den Dingern zum Aktivieren und bla. Also du kannst Palast drücken. Also bei Seppo, wenn ich das immer gemacht habe, geht dann normal für den, der sie erstellt hat, oben ein Menü auf, wo die Prediction war. Und mal. Was ist das hier? Multiplayer. Ah, okay, da kannst du dann hier mit mehreren Leuten die Controller durchreichen. Quanor. Ja, dann würde ich sagen, mach nochmal eine Prediction. Setze auf 2 Minuten, dann können die Leute nochmal wetten. Und dann Gewinner ist, wer das jetzt hier gewinnt. Fertig. Ich glaube, ich bleib bei Freaker, der ließ sich gut fahren. Bleib bei Kotken. Hatte dir nicht geholfen. Es geht um den Stil. Warum geht das nicht? Der hat Flammen, das heißt, der ist schnell. Weiß nicht. Ja, aber ich feiere das Spiel. Du hast Motorräder, du hast Waffen. Du hast Bordbewaffnung sogar. Ey, hör auf zu schießen. So unfair. Verdammt. Hey! Verdammt. Bin ich runtergefallen und du bist gegen mich gebrezelt? Walter. Gott, das ist sehr genau. An die Strecke erinnere ich mich ganz grob. Die war richtig grauenvoll kurvig. Walter. Oh mein Gott! Sollte man aufpassen, glaube ich. Ist hier nur Mörser auf der Strecke. Ich bin vor dir, das weißt du. Hm. Ich weiß. Hier bist du vor mir. Du bist der Erste, ja. Gott, ey. Oh Gott, oh Gott. Can't handle choice. Oh Gott. Oh Gott, what was? Was war das? Keine Ahnung. Diesel. Schön. Diesel Nuts. Gott. Moment. Nur einen kurzen Moment. War ich erst da? Ja, ich hatte dich vorgelassen. Weiß schon mal, du spickst zumindest nicht. Was würde mir das hier bringen? Boah, du hast überhaupt keine Zeit zum Spicken. Musst du mir alles nachmachen? Ja. War das sie zuerst, aber. Schön, in der Zukunft gibt es immer noch diese. Die Motorräder fahren mit Diesel. Alter, was war das denn? Ich bin gerade durch die Strecke gefallen. Daneben. Sehen Sie heute, 2 alte Männer machen Schmerzgeräusche. Ah,
weiter. Oh, nein, 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 nein. Ist so grauenvoll, ey. IZ? Das hat mir nur 20 Jahre gekostet, aber trotzdem. Wir können ja mal in ein normales Match reingehen und mit CPU fahren. Mag das Menü. Ein Fahrrad. Waren wir auf krass, am krassesten oder krasser? Warum habe ich das gerade der Erkan und Stefan Stimme gegeben? Mal Start. Spielen wir es auf krass, krasser oder am krassesten? Platz 4 zum Qualifizieren, oh je. Oh ne, jetzt nicht mehr. Three, two, one, go. Und direkt erstmal gegen Grad. Schön. Kann das kaum aushalten mit so vielen Spielern auf einmal. Weg. Ja, was halt hier cool ist, du kannst halt auf so viele verschiedene Arten gewinnen. Wenn du halt einen hast, der super stark bewaffnet ist, dann bietet sich halt wirklich an, auf Angriff zu gehen, anstatt auf gutes Fahren und so weiter. So Chaos! Die Energie ist leer, verdammt. Fuck! Fuck, wie hab ich das da hingekriegt? Ich bin in der falschen Richtung. Fuck! Und ich kann mich nicht mehr umdrehen. Mensch! Geil. Ich bin Erster, ist mir egal. Kurzen Moment, was braucht man jetzt? Das hab ich meistens immer so auf höheren Schwierigkeiten bei Mario Kart. Bist die ganze Zeit Erster, letzte Runde wirst du dann so total zermobbt. Ja, ich wollte gerade schon fragen, wo ist die Dusche? Ja, doch, gibt's ja auch, Atomrakete. Die zerstäubt den Ersten. Frame Rate! Ja, ich hab nur so das Gefühl, hier stirbt vielleicht das Spiel ab. Nee, nee, das passiert nicht. Wäre aber witzig. Boom, kriegst du eine Windows-Meldung. Deswegen, ich finde das halt immer so lustig, wenn die Leute dann über Framerate jammern heutzutage, wo ich mir denke, diese Leute, ihr habt sowas von keine Ahnung, was Bad Framerate ist. Und damals war das halt diese, ja, du musst halt einfach damit leben, Pech. Ja, ist halt alles andere so technologisch noch nicht möglich. Ja. Ja gut, auch wenn du bedenkst, was manche Spiele halt einfach, weil sie technologisch schlecht sind heutzutage, für eine Framerate haben. Oh ja, Waffenenergie, dankeschön. Ja, ich sehe jetzt plötzlich wieder auf dem dritten Platz. Egal, bleib mindestens Vierter. Nina, mach doch mal eine Prediction mit, wer macht den ersten Platz? Insgesamt, overall im ganzen Turnier, das sind ich oder keiner von uns. Also nicht das, was wir schon vorher hatten, sondern ab jetzt. Ja, ja, nee, das ist jetzt halt hier, hier, das sind ja jetzt 4 Strecken, die wir fahren müssen. Vor allem am krassesten musst du wirklich aufpassen, dass du vom Computer nicht in 1000 Fetzen geballert wirst. Schiff hier, deswegen. Irgendwer baut denn eine Rennstrecke um eine Schiffswerft? Ja.
Freu dich auf F-Zero X, da werden die Sprecken noch übler. Egal, jetzt nur ein bisschen Lack. Und ja. Schick doch. Das ist eine Friese. Das ist Future. Ja, du musst jetzt mindestens Dritter werden, um weiter dabei zu bleiben. Ist mir aufgefallen, dass das hier der mittlere Teil Nunchuck ist. Alles schießt. Nein! Damit! War ich zu geierig auf die Homing Missile? Mit Achter, was? Oh mein Gott! Was denn? They're gonna eat me! They're gonna eat me! Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin jetzt erster. It's it. Oh mein Gott! Mit dem starken Erfolg. Denk dran, das Zeug zu benutzen, gell? Ja, ja. Das hat mir halt auch gerade den Krieg angebracht. Ey, weil du die ganze Zeit so einen Tornister auf dem Dach hattest. Nuclear Missile. Ach ja, deine. Nein! Deine Standardwaffe kannst du auch aufladen, gell? Ah. Je nachdem, wie stark halt die Waffenability von deinem Bike ist. Oh mein Gott. Ja. Voll packt mich da in die Mauer rein. Ja, das ist auch hier eh mies mit dem Sharp Turn. Hier ist halt sehr viel Strecke auswendig lernen. Okay, weiß nicht. Ich bin, glaube ich. Nee, ich bin Erster. Warum habe ich denn jetzt den. Okay. Beschweren tue ich mich jetzt nicht. Gut, nein! Vor allen Dingen, wie soll ich jetzt die Strecke auswendig lernen? Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Oh ja, Phosphor Flash, das Ding ist auch geil. Hat der andere einfach mal für eine Sekunde einen kompletten Widescreen. Super, wenn du das im Dunkeln spielst, so. Ja, meine Augen, meine Augen! Aber, dann bist du auch wieder wach. Wach sein wird overrated. Come on, was war das denn? Get off my lawn! Raketen, da mach ich mal lieber mein Schutzschild an. No! Oh, nee, warte. Gutes. Real Fire Rocket. Was? Gott, damit. Der beschränkt schon wieder. Der Lack freut sich. Manchmal muss man halt auch mal Lack haben. Wow! Crazy shit. Ja, wenn sie so langsam an die Steuerung gewöhnt hat, geht's wieder ganz gut. Die Frame Rate darf jetzt auch nicht besser werden, sonst würde mich das irritieren. Ja gut, ich sag mal, im Multiplayer ist es beim N64 immer Frame Rate problemig. Also, wenn du Solo spielst, ist es meistens ganz okay. Ja, weil das alles andere dann auch ausgeblendet werden. Ja, ja. Beziehungsweise du musst nicht halt alles doppelt berechnen. Gibt halt auch einige Games, wo dann die manche Effekte ausgeschaltet werden, wenn du Multiplayer spielst. What the fuck? Hey, wer schießt da? Keine Ahnung. Können wir uns nicht den ersten teilen? Dass alle gewinnen. Ich muss erstmal durchladen, Moment.
We are all friends here. Yeah, that's... So, ich denke mal, für die nächsten paar Rennen bleiben wir jetzt einfach stehen und lassen die einfach. Wolltest du nicht giftgrün fahren? Nein, ich habe meine Meinung jetzt geändert. Bin kein. Deswegen fährst du auf einmal so, so gut. Dürfen wir uns erlauben, bei den nächsten gar nicht erst mitzufahren? nee, also. 8 und 7, ja, siehst du, wir lassen die anderen einfach. Ja, aber dann musst du ja beim nächsten Rennen wieder performen, wie blöde. Na. 3, 2, 1. Fire! Wie schnell Bikes halt einfach mal von hinten an in dich reincrashen. Oh nein! Oh nein! Was? Sind das Spalten, wo die rüberspringen in diesem Tunnel? Nee, du bist an der Decke voraussichtlich gefahren. Und Proximity Mines. Phosphor Flare. Yeah. Was denn? Ja, was war das denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Was ja auch richtig geil ist, wenn du einen Afterburner dran hast und kokelst halt mit dem einfach mal die Leute hinter dir. Das ist auch so geil. Okay, ich hab die Strecke jetzt glaube ich zu langsam gegriffen. Chaos. Da auch einfach so eine Pipeline, die hier durch irgendeinen Lavastrom durchgeht, so die so, okay. Glasdinger, die. Ah. Was für eine miese KI! Yep. Die wollte gerade nämlich so links einschwenken und dann ist dann im letzten Moment nochmal wieder nach der anderen Seite. Yep. Das hat mich voll irritiert, weil ich dachte, da wäre nämlich frei. Ey, oh, Flame Exist hier. Afterburner. Und ja, das halt einfach mal mit deinem mit dem Flammenwerfer. Alter! Was ist das hier auf der Strecke für ein Gebolze? Oh, das hat mich richtig Plätze gekostet. Mhm. Nur nicht letzter werden. Das ist mein einziges Ziel gerade. Also ich glaube, das ist hier so die RNG-Strecke, so ein bisschen. Nee. Du hast keine Ahnung, was für schlimme Strecken sind, glaub mir. Warum dunkel? Mich zu ärgern. Ach komm schon, jetzt bin ich da vorne an dem Aufhängeschild da von dem Werbetafel dran gekommen. Hab ich mich jetzt auch gerade. Ah, da hat einer einen Blocker hingestellt, direkt hinter der Rampe. Wow, ich hab mal die Rampe geschafft. Ne, da hat einer einen Blocker direkt dahin. Es gibt so Dinger, die kannst du aufstellen, fährst du dagegen wie gegen eine Wand. Der hat das direkt hinter der Schanze aufgestellt. Du musst es wirklich rechts oder links fahren, bis du da drüber kommst. Da bin ich in jeder Runde dran hängen geblieben. Ich an dem Computer. So viel Intelligenz hätte ich den gar nicht zutraut. Fox City. Toxicity. Ja. The toxicity of the city. 3, 2, 1. Fire! Oh, dieser Planet ist fast unbewohnbar, aber wir können noch unsere Rennen fahren. Juhu! Yep. Sehr gerne mal bei so postapokalyptischen Autorennen der Fall. Alter. Uns in hart, ey. Teilweise halt auch die Kontrolle wieder über deine Karre zu kriegen ist. Uff. Hm?
sie einfach mal für den Krieg im Sterne stattfindet auf der Rennstrecke. Ich verstehe halt immer nicht, warum die Leute Podracer so lieben. Ich finde das Game hier einfach so geil. So, der erste war schon ziemlich gut, den hat ein Kumpel gehabt. Aber der hier macht nochmal direkt alles besser. Hey, der hat mich in die erste Bahn geschoben. Nein, du hast mich reingeschoben, bist dann selber reingeflogen. Gott, diese Strecke ist echt Knoten im Hirn. Gut, 7 von 7. Also wenn ich jetzt so weiterhalten kann, Oh, nee, Mann, das ist schlecht. Ja gut, ein Bike ist schon zerstört. Ah, das ist eigentlich ganz gut, oder? Weil dann kann keiner mehr rausfliegen. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich werden muss. Ich glaube, ich darf 7er werden. Tatsächlich. Und brauchen wir ja gar keine mehr machen. Nach mir die Sintflut! Ah, noch ein Bike ist rausgeflogen. Okay, jetzt fliegt definitiv keiner raus. Oh, die ist auch mies. Die springt ja richtig in die Fresse, wenn du dran vorbeifährst. Ich weiß gar nicht, was ist meine Lebensanzeige? Das blaue. Achso, dann darf mir gar nichts genau. Oh, ich bin an der Atomrakete vorbeigeditscht. Was? Diese schmalen Bereiche hier sind echt übel. Okay. Trotzdem. Wir haben die Strecke geschafft. Ja, also hier muss man die Strecke wirklich kennen. Wird schon von hinten wieder an. Normale Härte. Ach, come on. Rätselt sich wieder so hart, dass wieder alle an dich vorbei. Na gut, alle bis auf du. Freu dich, Player One. Hier kommt ein Geschenk für dich. Nicht letzter. Fuck up, weil jetzt? Also, ich bin immer noch Platz 1, du bist auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Ja dann. Ah, schön. Als man noch erwartet hat, dass ich, dass die Zukunft genauso sein wird wie die Gegend. Das Venom Superbike gefahren von Andross. Ja, dann würde ich sagen, war das Extreme G2 für das N64. Ja, dann für euch für YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Extreme G gespielt habt oder ob ihr F-Zero besser fandet wie die meisten Stümper. Das Extreme G2. Genau. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Das ist The German Guy. Und ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.